Im Hotel Dolce in Bad Nauheim findet bereits zum zweiten Mal die Charity-Gala statt. Mit dem Erlös aus der Veranstaltung wird die Sophie-Scholl-Schule Wetterau finanziell unterstützt. Die integrative Grundschule muss die ersten 3 Jahre ohne staatliche Förderung auskommen und ist deshalb ganz besonders auf Spenden angewiesen. Gäste wie auch Prominente nutzen diese gesellige Möglichkeit, die neu gegründete Schule finanziell zu unterstützen. Mit dem Erwerb einer Eintrittskarte zu einem Preis von 250 Euro unterstützen die Gäste die Schule. Prominente gestalten ein abwechslungsreiches Abendprogramm und verzichten auf ihr Honorar zugunsten der Sophie-Scholl-Schule. Die Organisatoren der Charity-Gala, Andreas Weigand von Weigand Design und Kommunikation und Oliver Wohlers von der WCOM GmbH, heißen die Gäste herzlich willkommen. TV-Star Oliver Pocher moderiert den Abend. Schwungvoll und amüsant begrüßt er die Gäste. Mit wem sind Sie heute hier? Mit meiner Frau? Ja, da wollten Sie erst noch diese Dame zeigen, aber ja, mit Ihrer Frau sind Sie da. Wunderbar. Letztes Jahr, was haben Sie an Losen gekauft? Jede Menge. Ja, dieses Schulsystem werden wir fördern und stützen und werden am 1. Januar alles Nötige dafür tun, damit wir nächstes Jahr vielleicht noch null dran machen oder vielleicht noch mehr. Vielen Dank, dass wir heute da sind. Das Team des Dolce verstand es, die Gäste kulinarisch zu verwöhnen. Es gab folgendes Menü: Torte von Graved Lachs und Frischkäsecreme im Kreppmantel an Senfdillcreme, Kalbsrückensteak mit Pilzkräuterkruste auf Blattspinat in Rahm, Haselnussgnocchi, Creme Brûlée vom Lebkuchen, kleines Schokoladentörtchen, Himbeer-Paprika-Sorbet. Ich trage etwas, was ich noch, also Smoking ist das der Wahnsinn. Meine Frau hat mir noch Lackschuhe rausgegeben. Ich habe dieses Teil, ich sag's ehrlich, heute das zweite Mal an, das erste Mal vor 8 Jahren in Köln in einem Secondhand-Shop gekauft. Und ich merke jetzt, die gehen im Schrank rein, die Dinger. Die werden... Das ist so eng. Und den Zuschlag hat bekommen ein Mann aus Frankfurt, der heute Abend auch hier ist. Er hat diesen Schererländer ersteigert und der Erlös kommt, wer hätte es gedacht, der Sophie-Scholl-Schule Wetterau zugute. I used to think that all the pain was driving me insane. If it's love, Susan Radatz, Miss Deutschland 2008, drehte das Glücksrad für die große Tombola. Viele Sponsoren hatten Preise gestiftet. Der Künstler Mike Kuhlmann stellte den Hauptpreis zur Verfügung. Das Gemälde Great Gandhi hat einen Schätzwert von 10.000 Euro. Ari Bisimis, der Vorstand des Fördervereins der Sophie-Scholl-Schule, bedankte sich herzlich bei den Organisatoren wie auch den Sponsoren des Galaabends und stellte den Förderverein vor. Robbie Williams-Imitator Lars eröffnete die Gala-Party im Emporensaal des Dolce. Robbie,